Kann man sich vor Fallschaden safen mit dem neuen mythischen Medaillon von Zeus? Wir testen es direkt. Und... ja! Das ist eins von 50 Mythen, die wir im heutigen Video basteln werden. Oder vielleicht auch confirmen. Wir werden sehen, wir haben Magicken dabei und es geht direkt weiter. In der letzten Season war es unmöglich, den Zug aufzuhalten. Kann man ihn jetzt aufhalten mit den neuen Flügeln? Ich charge gegen ihn. Komm her! Oh, nein, oh mein Gott, ich bin so abgeprallt. Mit den Flügeln konnten wir jetzt nicht den Zug aufhalten, aber können wir den Zug mit unseren Blitzen aufhalten? Magicken, wir testen es. Entgleise! Raus da! Entgleise! Oh, ich hab dich getötet, du warst in mir drin. Okay, wir können, aber es geht nicht. Wir können den Zug nicht aufhalten, aber dafür Magicken. Jeder weiß, dass wenn wir eine Flawberry nehmen und aufs Pad gehen, deutlich, deutlich höher fliegen. Das ist ja nichts Neues, ne? Da, oh mein Gott, schau mal, wie hoch ich bin. Aber wie ist es, wenn wir die Flügel nehmen und einfach drauf springen, fliege ich dann auch einfach höher? Fliege ich höher? Ja, schon, oder? Ja, ja. Bin ich auch höher geflogen? Oh mein Gott. Okay, das geht also auch. Das ist crazy. Das hätte ich nicht erwartet. Und hier ist ja auch direkt das Wasser. Man sieht ja um mich rum, ich habe ja diese Totenköpfe. Fliege ich damit dann einfach auch höher, wenn ich nur das Ding dran habe? Echt? Nee, doch. Doch. Bin ich höher? Nee. 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 Okay, Myth busted. Das geht nicht, aber mit den Flügeln geht's. Und das ist crazy. Eine weitere krasse Mythe ist, dass wenn ihr die Grafikeinstellungen, so wie ich das jetzt gemacht habe, auf DirectX 11 und alles auf episch einstellt, so wie hier, dass ihr bei Mount Olympus im Brunnen Fische seht. Okay, wir drehen es jetzt um. Und tatsächlich, seht euch das an. Sind zwar keine schönen Fische, aber es sind Fische. Und das ist wirklich crazy. Also ich glaube damit, also das habe ich davor überhaupt nicht gewusst. Man sieht hier vor mir schon direkt die Bots für die Karte. Und die haben Skins an, die noch nicht im... Oh mein Gott, der hat mich gesniped oder so. Und die haben Skins an, die nicht im Item Shop oder die man nicht haben kann. Magic hat jetzt extra den Mystique Skin und testet jetzt, ob er sich dann danach in diesem Skin verwandeln kann. Töt mal einen, Magicken. Zack, hab ihn. Oh, mach er, Digga. Die habe ich so low gemacht. Jetzt kommt mir Hairbox. Geht's? Ich bin ein Bot. Du bist wirklich der Bot. Ich bin ein Bot. Warte mal. Du bist ein Skin, der nicht im Itemshop verfügbar ist. Ah! Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt. Aber ich bin was Besonderes. Töt ihn, ich will nochmal besonders sein. Töt ihn. Ah, er tötet mich. Ich bin besonders. Er ist mein Bruder. Ich töte ihn nicht. Wir beide gegen Dean. Nein. Es geht auf jeden Fall crazy. Man kann ein Skin werden, der nicht verfügbar ist. Das ist krass. Letzte Season wurde hinzugefügt, dass man während dem Gehen einfach Mini-Sealen kann. Aber bei Floppern ging es letzte Season nicht. Geht es diese Season? Oh yeah! Hast du gesehen, wie lässig ich den während dem Gehen gegessen habe? Geil. Alter. Okay, das ist geil. Sehr geil. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die unglaublich krass ist. Das haben wir auch zum ersten Mal rausgefunden. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch nirgendwo anders gemacht worden sein. Und zwar, wenn wir uns hier hinstellen und jetzt Magicken das Auto anfährt und dann aussteigt, sollte das Auto mich in die Wand jeeten und außerhalb von der Map. Magicken, bring das Auto rein. Jeet mich außerhalb der Map. Ich bin draußen. Schau mich an, Magicken, wo ich bin. Ich bin außerhalb vom Tresor. Aber ich müsste jetzt gleich sterben. Ja. Oh. Crazy. Die nächste Mythe ist, da die Spawn Island jetzt in Reichweite ist und nur so ein paar tausend Meter entfernt ist, kann man da jetzt hinschwimmen, sagen manche. Und wir werden es jetzt direkt mal testen. Wir haben uns jetzt extra zwei Medkits und ein paar Bandagen und sowas geholt. Und werden es jetzt gucken, Magicken. Denkst du, es geht oder nicht? Ich glaube, es geht. Das wäre so geil. Da hinten sieht man Spawn Island. Nur 1000 Meter entfernt. Das muss gehen. Das wird schon klappen. Wir machen uns auf den Weg. Oh, hier ist ein Segelschiff. Okay, lass mal losfliegen. Okay, 1000 Meter. Wir chargen hin. Hä? Mein Flügel ist einfach kaputt gegangen. Meine Flügel brechen ab? Man kann nicht weiterfliegen. Wie? Man kommt nicht weiter. What? Jetzt schon? Geht nicht weiter. Warte, ich kann nach rechts schwimmen. Hier ist eine Wall, ich komme nicht weiter. Wir wurden angelogen. Wir wurden gescannt. Aber wir können was testen. Komm mal neben mich. Ja? Impulsnate? Nein. Nee. Oh mein Gott. Okay, man kommt nicht weiter raus als das. Okay, man kommt also nicht zu Spawn Island. Myth busted. Letzte Season gab es eine Zeit, wo Oscar zwischenzeitlich mal 2 Millionen Shotgun-Schuss gedoppt hat. Und manche sagen das, dass es bei dem Bot, wo wir jetzt sind, mit der mythischen neuen Tag auch so der Fall sein soll. Deswegen, wir töten jetzt hier mal die ganzen Leute kurz weg und testen es dann direkt mal aus. Der Bot ist da. Ich war noch nie so schnell der Bot weg gewesen. Okay, hier, jetzt haben wir hier die mythische Tag. Und wie viele Shotgun-Schuss sind das? 8. Okay, das geht auf jeden Fall nicht. Myth busted. Kriegt man Fallschaden, wenn man mit den neuen Flügeln einfach nur runterspringt? Und... ey, man kriegt keinen Fallschaden. Let's go. Die nächste Mythe ist, dass der griechische Fuß hier vor mir 6
anstatt 15 hat. Magicin, kannst du kurz mal nachzählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digga, ich glaube, das war einfach damals so. Da hat man einfach 1 mehr gehabt. Mythe confirmed. Die nächste Mythe ist, dass wenn Magicin mich jetzt mit einem Blitz abschießt, dass mein Skin einfach zu einem kurzzeitig mein Skelett sieht einfach dadurch. Magicin, wir gucken mal nach, ob das funktioniert. Das wäre unglaublich crazy. Magicin, komm. Und Rainer. Oh, ja, ich hab's gesehen. Man hat's gesehen. Man hat es einfach kurz gesehen, wie ich einfach zum Skelett wurde. Holy shit. Die nächste Mythe ist, dass wenn man mit einem Flowberry-Saft benutzt, einfach mit den Flügeln höher vom Boden springt. Magicin, du wirst es gleich einmal ohne Flowberry-Saft machen. Ich mach's einmal mit. Wir stellen es gleich nebeneinander. So, ich mache jetzt hier mal schön mich voll. Wir springen jetzt auf 3, okay? 1, 2, 3. Oh mein Gott, Digga, wo bin ich denn? Okay, also ich glaube, man kann hier direkt sagen, okay, diese Mythe ist confirmed. Kann man die mythischen Waffen von den Bossen modifizieren? Dieser Gegenstand ist nicht modifizierbar. Rüste eine modifizierte Waffe aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen. Also, man kann sie nicht modifizieren. Man muss die mit diesem Vierfachscope spielen. In dem Fall die mythische DMR. Komm her, Magicin. Ah, lauf. Lauf. Ein weiteres Ding ist, dass man mit den Flügeln eine größere Hitbox hat. Das heißt, wenn ich jetzt Magicin in der Luft auf die Flügel schieße, sollte es ihn trotzdem Damage machen. Ich habe jetzt hier meine AR und ich schieße ihn extra mal in den Flügel rein. Ja, ich schieße in den Flügel rein. Oh, mein Aim. Magicin, komm zurück. Ja, also das ist crazy. Da muss man echt aufpassen, weil so Late-Game-Cups, wenn man so einfach rumfliegt, da kriegt man ja unglaublich viel Damage. Das ist auch, glaube ich, richtig leicht, dich aus der Luft dann zu snipen, wenn du einfach das Achtfache an Hitbots hast, Junge. Oh mein Gott. Myth confirmed. In der neuen Season ist es ja möglich, mehrere Flügel mitzunehmen. Aber kann man auch in der Luft mit doppelten Flügeln auch doppelt so lang bleiben? Und zwar, wir gehen jetzt einfach mal hoch und chargen einmal. Und wenn jetzt gleich hier das Ding abbrennt, gucken wir direkt mal, ob ich dann einfach die Flügel switchen kann und damit vielleicht doppelt so lang unterwegs bin. Die brennen jetzt langsam ab. Okay, ich versuche jetzt zu switchen. Oh, nee. Ich komme nicht auf ein anderes Item drauf. Das heißt, ich werde jetzt abstürzen. Magicin, ich stürze ab. Magicin, ich hab sie so im Visier. Ich stürze ab. Okay, nee. Myth busted. Letzte Season gab es genau bei diesem Bahnhof, Magicin, einen Untergrund, wo man sich richtig crazy verstecken könnte. Wir gucken jetzt mal, ob das gefixt wurde oder nicht. Schau mal, Magicin. Machen wir das Ding hier kaputt. Oh mein Gott, es ist noch da. Oh mein Gott. Also hier kann man sich perfekt verstecken, um vielleicht, keine Ahnung, mal AFK zu gehen oder sowas. Wer weiß das schon. Letzte Season konnte man sich zum Beispiel Gegner orten. Mal gucken, hier haben wir jetzt neue Sachen. Und zwar, man kann hier, glaube ich, sogar Autos anfordern. Das ist, glaube ich, jetzt wie in GTA. Jetzt müsste hier, glaube ich, irgendwo in der Nähe ein Auto spawnen. Magicin, mach mal kurz die Augen auf. Siehst du hier irgendwo ein Auto? Warte mal. Ich höre ein Auto kommen. Oh mein Gott. Hier vorne. Da hinten entsteht ein Rift. Oh mein Gott. Man kann sich jetzt einfach Autos bestellen, wie bei GTA. Oh mein Gott, jetzt habe ich einen roten Lambo. Wie geil. Flitzer, klaue ich. Ja, hol mich mal. Ja, nimm mal mit hier. Komm. Diese Mythe ist auch auf jeden Fall bestätigt. Gibt es eigentlich diese Season noch Lamas? Ich habe schon echt ein bisschen gespielt, aber bisher noch gar keinen Lama gefunden. Oh mein Gott, was haben wir denn jetzt hier vorne? Ganz zufälligerweise gefunden. Ist das etwa ein Lama? Aber jetzt wird mich interessiert, laufen die Lamas noch weg, weißt du? Oder, ja, ich glaube nicht, oder? Kann man die jetzt einfach niederknüppeln? Alter, okay, Lamas laufen jetzt nicht mehr weg, weil das gab es ja auch mal. Letzte Season wurde ja eingefügt, dass man zum Beispiel jetzt bei Holz hier hochklettern kann. Und hier drüber gehen, das weißt du, Magicin. Zeig mal kurz nochmal, ob du das kannst. Ich hab den Skill. Macher! Aber hier in Mount Olympus gibt es jetzt hier auch Ringe. Und kann man bei diesen Ringen jetzt auch ebenfalls hochklettern oder geht es nicht? Oh! Oh! Da kann's auch! Ja, Magicin, kannst du das? Ich kann's. Nee, ich kann's. Magicin kann's nicht. Ich kann's! In der neuen Season wurden auch jetzt Thermalscopes reingemacht. Zum Beispiel Magicin, komm mal her. Und da sieht man, okay, der ist jetzt komplett rot. Aber kann man, wenn Magicin in den Busch geht, sieht man ihn noch? Nein, ich sehe dich gar nicht. Null. Myth busted. Kann man mit dem neuen Zeusblitz unendlich weit schießen? Wir haben jetzt hier Magicin über 150 Meter entfernt und ich teste es einfach mal. Magicin? Ja, damit. Yeet! Yeet! Aua! Oh mein Gott, ich hitte dich. Nochmal. Aua! Okay, es geht auf jeden Fall. Warte, geh mal noch weiter nach hinten, okay? Geh zu diesem riesigen Stein. Jetzt steh ich auf diesen riesigen Stein mit dich drauf, okay? Und. Oh mein Gott, er kommt! Aua! Hab ich die gehittet? Ja, ja, hast du mir Damage gegeben. Es wurde mir nicht mal angezeigt. Das war so weit entfernt. Ich hab die nicht mal. Es wurde mir nicht mal angezeigt, dass ich Damage gemacht habe. Okay, aber auf jeden Fall, man kann mit denen unendlich weit schießen. Es ist ja möglich, als Person auf das Auto drauf zu gehen und zu fahren. Fahr mal kurz. Okay. Aber ist es möglich, dass man damit auch ein Motorrad absteckt? Falls es zum Beispiel keinen Tank hat, man muss zur nächsten Tankstelle, weißt du? Langsam. Oh. Und jetzt steige ich mal aus. Jetzt fahr mal los.
Okay, das kann man leider nicht machen. Digga, hör auf, Donuts zu machen. Wir haben ja vorhin schon bewiesen, dass es geht, dass man sich Autos bestellen kann. Hier, genau bei dem Spot, wo ich mich jetzt befinde, hier neben der Brücke, gibt es ebenfalls nochmal so ein Ding, was aber jetzt hier eine Art Schatzkarte angibt. Wenn ich mich nicht irre, ist es wie die alte Schatzkarte von früher, wo man jetzt einfach auf die Suche gehen kann. Und dann findet man, glaube ich, einfach eine dicke Schatzkiste. Aber warte mal, wird mir das jetzt irgendwo angezeigt? Oh mein Gott, ich sehe jetzt hier einfach... Oh mein Gott, ich sehe jetzt hier einfach zwei Kreise. Warte mal, wir müssen dahin, Magic. Man sieht, der Zirkel wird immer kleiner oben. Das ist so krass. Hier müsste jetzt irgendwo... Was sein? Ah! Und jetzt findet man hier... Okay, was ist das für eine Kiste? Alter! Einfach hier eine OP-Kiste. Crazy. Mit den neuen Flügeln kann man ja boosten, wie zum Beispiel jetzt hier. Aber es gibt auch einen Weg, in dem man durchgehend boostet. Und zwar, indem man jetzt einfach die ganze Zeit Linksklick hält. Oh ja, schau, wie schnell ich bin, Mädchen. Die das mal. Junge, hab ich einen Magnetstrahl hinter mir. Aber man sieht auch, wie krass schnell jetzt das runtertickt unten, unten rechts, ne? Junge, und ich brenne jetzt schon. Holy shit. Aber das ist, glaube ich, auch insane crazy zum Rotieren. Das geht auf jeden Fall. Bei Snooty Steps gab es ja immer Peter Griffin. Da jetzt die neue Season ist, wollte ich jetzt einfach mal checken, ob der Bot noch da ist. Wir gucken einfach mal, ob hier überhaupt irgendein Bot ist. Warte mal, hier unten ist, glaube ich, einer. Ja, da unten ist auch zumindest mal ein Bot. Wir gucken mal kurz, ob das Peter Griffin ist oder nicht. Warte mal, das ist nicht Peter Griffin. Hä? Wer bist du denn? Ich bin Bravo-Team-Anführer. Aber meine Freunde nennen mich BTA. Okay, entspannt. Also, Peter Griffin gibt es hier leider nicht mehr. Schade. Da jetzt Peter Griffin nicht da war, gibt es doch jetzt aber bestimmt hier noch diesen ganzen Untergrund vor den Ninja Turtles, oder? Der müsste doch jetzt noch safe da sein, oder? Oh mein Gott. Das wurde alles zugeschüttet. Der komplette Untergrund ist weg, Magic. Da sind doch hier die ganzen Gullis und sowas weg, ja? Man sieht hier keinen einzigen Gulli mehr. Früher konnte man bei den Pömpelnades einfach dancen. Dann sind die wieder abgefallen. Aber geht es auch mit dieser neuen Cluster-Nade? Magic, bist du bereit? Bin bereit. Ich hielt es auf dich. Dance. Nee. Nee. Okay, ich glaube, damit sieht man, okay, das Ding geht auf jeden Fall gar nicht. Wie viel hast du verloren? 160, glaube ich. Oh mein Gott. Da wir es vorhin mit einem Blitz getestet haben, wie weit man schießen kann, habe ich jetzt auch gerade einen Sniper gefunden. Jetzt testen wir mal, wie weit wir eigentlich scopen können. Magicin steht da ganz da hinten. Mal, über 200 Meter entfernt. Ich schnapp jetzt mal auf dich. Er war knapp, oh, knapp davor. Knapp, ey, knapp zwischen die Beine durch. Zwischen die Beine geschossen, warte. Oh, jetzt. Okay, ich hab dich gehittet. Jetzt geh einfach mal Nummer 10 Meter zurück, dass ich dich nicht mehr sehen kann. Ich sehe jetzt Magicin nicht mehr. Wo ist er? Hast du schon geschossen? Ja. Ich hab nichts gesehen. Warte. Gieß nochmal. Hast du schon? Ja, ich hab geschossen. Nein, nee, da kommt gar nichts an. Damit, man kann nur so weit schießen, wie man auch sehen kann. Wir befinden uns gerade hinter Brawlers Battleground. Und hier gibt es das Gerücht, dass es eine Kiste gibt, die im Boden stacken soll. Und deswegen, Magicin, mach dich mal auf die Suche. Ich hab sie. Oh, Alter, hier ist sie wirklich. Kann man die einfach hier aufmachen? Das ist ja eine Verarsche. Man muss nicht mal ausgraben. Was ich jetzt auch mal testen möchte, ist, wie hoch kann ich eigentlich fliegen mit den Flügeln? Kommt man da unendlich weit hoch oder gibt es da eine Grenze? Wir testen es. Warte, ich markiere mal kurz den Boden. Okay, 74 Meter. Mal gucken, wie hoch ich gehe. 80 Meter haben wir schon. 90 Meter, man sieht den Marker nicht mehr. 100 Meter. 120. 121, 22. Ich glaube... 130 ist die... Ja, doch, 140 sogar. Ja, 130, glaube ich. 130, 140 Meter ist die Grenze. Wenn wir im Brawlers Battleground den Boss töten, kriegen wir ja hier das Medaillon, und zwar das Kampfmedaillon. Und da gab es das Gerücht, dass es die ARs um 50% den Schaden erhöht. Wir testen es kurz einmal. Also wir haben gerade 31 Schaden mit der mythischen Scar. Das heißt, wir nehmen jetzt mal das Medaillon. Und wie viel Schaden machen wir jetzt? 33. Also, Mythbusted, es macht nur ein paar Prozente mehr. Das Kampfmedaillon verbessert ja eigentlich nur die ARs bzw. Waffen mit Range. Macht es jetzt dann eigentlich auch bei Pumps einen Unterschied, wenn man das hat? Wir gucken mal. Die blaue... Ganz normaler Hammerpump macht jetzt einfach 94 Schaden auf dem Body, wenn wir das Medaillon nehmen. 99. Oh mein Gott. Es macht bei der Pump einfach auch mehr Damage, Magicin. Myth confirmed. Vor mir sind Fischlöcher und früher konnte man mit Booten auf die Fischlöcher schießen und dadurch kam dann einfach instant der Fisch raus. Wir testen es mal, ob das jetzt mit dem Blitz geht. Und... Kam was raus? Nee. Oh, nein. Myth busted. Wir haben ja vorhin getestet, wie hoch wir kommen, wenn wir nur die Flügel benutzen. Das waren roundabout 130, 140 Metern. Wir sind jetzt gerade auf Max High. Können wir jetzt hier noch höher fliegen und damit es brechen? Wir sind jetzt genau 225 Meter über dem Boden. Ich teste mal. Komme ich jetzt da weiter nach oben? 250. Ah, ich komme nicht höher. Ich komme nicht höher. Oh mein Gott, ich droppe. Obwohl ich nach oben fliege, ich droppe, Magicin. Werf mir ein Seil zu. Werf mir ein Seil zu. Viel Spaß da unten. Was? Okay, man kann auf jeden Fall nicht höher fliegen als Skybase. Ich drücke die ganze Zeit nach oben, ich fliege gerade nach unten. Was ist das denn? Siehst du mich? Ja, ich fliege gerade nach oben bei mir. Echt? Ja, so.
Nee, ich meine, Myth Busted, es geht auf jeden Fall, man kommt nicht höher. Schade. Wir haben ja vorhin gesehen, die Flügel haben eine Hitbox, wenn man auf die schießt. Bedeutet das, dass jetzt zum Beispiel Magikin jetzt einfach auf mich draufspringen kann und ich ihn mitnehmen kann? Wir testen es mal direkt raus. Die Zone kommt, Magikin, ich nehme dich mit. Nimm mich mit. Bist du durchgeflogen? Ich bin durchgeflogen, ja, durch den Flügel. Ach nö, aber ich hab's eh verkackt. Aber okay, dann geht es auf jeden Fall nicht. Schade, das wäre echt geil gewesen. Peter Griffin und die Ninja Turtles wurden ja beide die Spots genervt. Oder, also sind ja beide nicht mehr vorhanden. Aber gibt es jetzt noch die krass OP-Höhle? Die Höhle, die hier vorne unten war. Wir testen es mal aus. Jetzt bin ich echt gespannt, ist die jetzt da oder nicht? Jetzt kommt der alles entscheidende Moment. Ich glaube, ich sehe sie. Ich glaube, ich sehe sie da vorne. Die Höhle ist noch da, aber kann ich noch reinlaufen? Oh mein Gott, es ist alles noch da. Wie crazy, noch die drei Kisten. Gibt es hier noch die Toilette, um rauszugehen? Oder wurde es auch wieder rausgemacht? Warte, wir gucken mal kurz. Okay, nee, die Höhle ist noch komplett da. Kann ich hier noch rausgehen? Nee. Ja, das haben sie wieder weggemacht. Oh mein Gott, man kommt nicht mehr aus der Höhle raus. Man muss wieder zurücklaufen. Okay, man kann wieder getrappt werden bei der Höhle. Aber die Höhle ist noch da. Das ist schon mal nice. Magic und ich haben jetzt beide uns einen Blitz besorgt. Und kann man jetzt mit den beiden Blitzen den anderen Blitz blocken? Oder kriegen wir jetzt beide Damage? Okay, wir testen es mal. Okay, 3, 2, 1, go. Oh! Oh mein Gott. Oh, ich habe 5 HP. Oh mein Gott, ich habe auch 5 HP. Damit kann man nicht den anderen Blitz blocken. Okay, Myth. Busted. Eine weitere Mythe ist, wenn ihr in der Lobby steht und dann zum Shop geht und hier unten Creator-Code Johnsy einträgt, werdet ihr als Ehrensupporter im nächsten Video, wenn ihr es mir geschickt habt, eingeblendet. Und ich bin mir relativ sicher, dass das der Wahrheit entspricht. Aber testet es gern aus. Aber hier sind noch die ganzen Ehrensupporter vom letzten Video eingeblendet. Ich bin jetzt aber raus. Bis dann. Ciao, ciao.